Stefan Tietka, hast du am Montag direkt in der ersten Einheit des Trainingslagers die Hand gebrochen. Wie ist es genau passiert? Kannst du mal in deinen eigenen Worten kurz beschreiben? Ja, wir sind hier angekommen und haben noch eben ein bisschen, wollten uns die Beine vertreten nach der langen Reise, haben dann eine Spielform gemacht und dann bin ich mit meinem kleinen Finger beim Mitspieler im Leibchen oder im Trikot hängen geblieben und dadurch ist dann der Bruch zustande gekommen. Genau wie es abgelaufen ist, weiß ich auch nicht genau, weil ich habe nicht mit den Augen, also ich habe es nicht gesehen, aber ja, so unglücklich. Passiert sehr, sehr selten. Und eigentlich, wenn das passiert, dann passiert eigentlich auch nicht großartig was, sondern dann tut es nur kurz weh und dann ist es weg. Aber jetzt ist tatsächlich was gebrochen. Wie ist es jetzt? Hast du nur Schmerzen? Ist es aushaltbar? Also so, wenn ich nichts habe, also wenn ich es nicht bewege, dann habe ich auch keine Schmerzen. Klar, wenn ich irgendwie bewege oder großartige Bewegungen mache, dann habe ich schon Schmerzen. Aber ist aushaltbar. Du hast jetzt einiges mitgemacht im letzten Jahr, Muskelfaserriss, vergangenen Sommer, Corona-Infektion, jetzt die Mittelhandfraktur. Haderst du jetzt ein bisschen oder denkst du dir, es ist halt Profifußball, das kann passieren? Das ist einfach so. Ne? Solange man da keine Sachen hat, wo man selbst Schuld dran mit hat, kann man sich damit nicht so lange aufhalten. Das ist meine Meinung, weil bringt ja nichts. Es ist einfach eine unglückliche Situation. Corona habe ich nicht extra gemacht und den Finger gebrochen, jetzt auch nicht. Von daher befasse ich mich da gar nicht lange mit, sondern frage, wie schnell kann man oder wie kann man bestmöglich, schnellstmöglich wieder zurückkehren. Und das ist eigentlich mein Hauptfokus liegt darauf. Hast du auch auf der anderen Seite jetzt 28 von 34 Spielen jetzt schon gemacht. Wie fällt dein persönliches Fazit des vergangenen Jahres aus? Jetzt auf mich persönlich bezogen? Ja. Ja gut, dafür, dass es so schlecht angefangen hat mit der ersten Trainingszeit im Muskelfaserriss, habe ich ja die ganze Vorbereitung verpasst. Konnte dann auch die ersten Spiele, war ich zwar dabei, aber oder auch nicht mal dabei, glaube ich, die ersten. Ist für mich gut gelaufen. Auch für die Mannschaft ist es dann besser gelaufen nach den schlechten ersten Spielen. Von daher durchweg positiv. Wir haben uns als Team weiterentwickelt, wir haben uns mit dem Trainer weiterentwickelt und da wollen wir die Saison anknüpfen. Konntest du nur, wie gesagt, eine Einheit hier im Trainingslager bisher absolvieren? Kannst du dennoch ein Zwischenfazit ziehen nach den ersten drei Tagen? Wie ist dein Gefühl, wie die Mannschaft zusammenwächst? Ja, also ich konnte jetzt auch schon ein bisschen zugucken die letzten Wochen. Und ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe auf jeden Fall noch wieder ein besseres Gefühl als letzte Saison am Anfang, weil man einfach den gleichen Trainer hat, weil man weiß, was auf die Mannschaft zukommt, auf uns zukommt, wie wir spielen wollen, dass es alles schon gefestigter ist, dass wir Neuzugänge haben, die erstens vom Typen zu uns passen und zweitens auch von der Qualität. Klar, hier und da brauchen die noch ein bisschen, um das zu verinnerlichen, aber ist ja ganz normal, wir sind ja gerade erst unterwegs. Von daher habe ich ein sehr gutes Gefühl. Was das Trainingslager jetzt angeht, war es gestern sehr lehrreich, war auch gut, sage ich, für unsere Mannschaft mal zu sehen, dass auch noch ein Level gibt, wo wir noch alle nicht sind, wo die Jungen vor allen Dingen noch hinkommen können und dass sie mal sehen, was möglich ist, wenn man wirklich hart an sich arbeitet und dass man da noch viel tun muss, um sowas zu erreichen. Jetzt stand auch schon der erste Mannschaftsabend auf dem Programm. Wie ist so die Stimmung in der Mannschaft? Natürlich, nach dem Spiel gestern nicht so gut, aber das hat man dann mit den Jahren auch gelernt, dass man das dann nicht so lange mit sich rumtragen muss. Man muss das analysieren, aber nicht so emotional, sondern wirklich fachlich und sachlich. Da fährt man immer besser mit, als da große Emotionen mit einwirken zu lassen. Deswegen haben wir auch gesagt, dass das Spiel jetzt mal kurz aus den Köpfen raus soll, den Abend genießen, weil das ist auch der einzige Abend, den die Mannschaft dann in der Vorbereitung hat. Und da hat man einfach gesehen, dass so ein Abend einfach die Mannschaft nochmal zusammenbringt, dass man die Leute, die andere Facetten von den Leuten sieht, nicht nur auf dem Platz, wie sie mit dem Ball umgehen oder wie sie allgemein auf dem Platz sich zurechtfinden, sondern einfach auch neben dem Platz, wie die Leute drauf sind. Und da kann man dann mal tiefere und längere Gespräche führen einfach. Hast du dich denn besonders gefreut, als Würthers das in die Niederlande ins Trainingslager geht? Bist ja unweit der Grenze groß geworden, hast lange in Enschede gespielt. Wie war das für dich? Ja, schon. Also ich fühle mich hier sehr wohl. Ich finde das Land cool. Ich habe die Zeit hier sehr genossen. Also auch nur positive Erinnerungen. Von daher habe ich mich sehr gefreut, dass wir hier hingefahren sind.
Ja, und dass wir auch gegen jetzt die Testspiele, die wir bestreiten, macht Spaß, gegen gut fußballerisch, technisch starke Mannschaften zu spielen. Von da habe ich mich darauf gefreut, ja. Im Krankenhaus haben die Sprachkenntnisse wahrscheinlich auch geholfen, Haben ne? geholfen, da haben wir uns dann schneller zurechtgefunden, als wenn wir uns auf Englisch hätten durchbeißen müssen. Von daher hat das dann auch einen Vorteil gehabt. Top. Dann wünschen wir dir gute Besserung und ja, alles Gute für die kommenden Wochen und Monate. Dankeschön.